Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Command. Ich habe das Spiel schon heruntergeladen, ich werde es jetzt starten, Vollbetrieb machen und dann müssen wir, glaube ich, 1-2 Sekunden warten oder ein bisschen länger oder viel länger. Naja, auf jeden Fall, da kommt es jetzt, Gott sei Dank. Auf jeden Fall, okay. So, nochmal. Auf jeden Fall, ich habe meinen alten Account wieder hier gefunden. Gut, bei dem muss ich nicht wieder vom Anfang anfangen. Nicht so wie bei, ich vergesse mal den Namen. Hero Wars, genau, so war das. Oder bei Dinges war auch weg. Bei Castle? Nee, Zero City. Da war mein Account auch weg gewesen. Gut. Ja, warte mal noch mal kurz. Da wollte gerade sagen, die Sekunden ab, bis das Spiel startet. Aber es geht schon los. Da haben wir erstmal das Ganze gemacht. Wir haben Nachrichten gekriegt. Haben sie gelesen gerade. Fertig. Dann können wir hier 5 Geschenke abholen. Nice. 1, 2. Ich höre keinen Sound. Ah doch, da. 3. Da war noch einer. 4, 5. Ansehen. Okay, nee. Ansehen wollen wir nicht. Da können wir was holen. Gut, lösen wir ein, weil es bringt nichts, ob wir jetzt auf 100 warten, kriegen wir auch nur 5. Weil, wenn ich jetzt hier raufgehe, ach, das ist der falsche. Das ist, ach, das war der hier. Standard, genau. Einer kostet 20, 3 kosten 60, 5 kosten 100. Also ist völlig egal, ob man da wartet oder nicht. Man hat kein extra Dingens, wenn man auf 100 wartet, wie bei vielen anderen Spielen. Bauen. Jawohl. Wir können ein neues Raumschiff bauen. Endlich. Jetzt, was steht da für 17? Ah, 17 Quest habe ich. Hier ist jetzt meine Daily. Eine ist fertig. Gleich mal abholen. Die 24-Stunden-Truhe öffnen. Okay. Habe ja gleich am Anfang gemacht. Schleichende Machtzunahme. Das werde ich, glaube ich, nicht schaffen. Immobilien. Eine ist aufgelevelt worden. Mal schauen, vielleicht schaffen wir noch eine. Aber 5 Stück. Das ist schon eine Nummer. Nee, nicht den zurück. Den grün können wir aufleveln. Da. 8. 7. Dann nehmen wir noch die 7. Verbessern. Dauert eine Stunde. Okay. Hier können wir was ändern. Verwalten. Die Offiziere sind, glaube ich, die besten drinne. Das ist mein Bomber. Und das ist wieder der, wo ich was verbessern kann. Verbesserung anschauen. Ah, hier. Gut. Und das war es dann auch schon. Da sind die noch im Gange. Forschung können wir auch schon mal machen. Geht was bei Kampf? Sicher. Ach, da fehlt mir. Diese Diamanten fehlen mir da. Da auch. Da fehlen mir die Kugeln. Den kann ich machen.
3 Stunden. Gut. Weiter geht's. Dann gehe ich auf die Missionen. Daily. Wie gesagt, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Immobilie bin ich gerade eine am Bauen. Eine ist schon fertig heute geworden. Oder letztes Mal. Eine ist am Bauen. Leistungsprüfung, verbessere deine Offiziere um ihren Effizität zu erhöhen. Zweimal. Dann werde ich mal wieder den schlechtesten nehmen, den ich habe. Weil das ist das Auflevel meistens ein bisschen besser, ein bisschen preiswerter. Besser nicht. Aber preiswerter. Eins. Zwei. Das müsste auch reichen. Zweimal aufgelevelt. Da ist es. Perfekt. Die erste Truhe freigespielt. Einsammeln. Okay, fangen wir von oben an. Schaffe ich nicht. Schaffe ich wahrscheinlich auch nicht. Forschen. Schaffe ich wahrscheinlich auch nicht. Allianz. Leute helfen. Ich bin in keiner Allianz mehr. Beitreten. Ah, mit zwei Leute drin. Super. Also schaffe ich auch nicht. Plündern. Zweimal die 4-Stunden-Truhe. Müsste jetzt 4 Stunden warten, dann geht das. Also schaffe ich in diesem Moment jetzt auch nicht. Aber den können wir machen. Besiege 10 feindliche Schiffe auf Level 10. Oder höher. Und dann suchen wir mal heraus. Wir sind schon mal hier und wir brauchen Level 10er Schiffe. Also in dieser Galaxie schon mal nicht. Oder System. Ich muss in ein 10er, 9er oder 11er System rein. Einer, 2er, 8er, das 9er. Oh, das ist auch eine Quest. Dann fahren wir doch gleich dahin. Ah, der ist näher. 1 Minute 43 Sekunden fliegen wir jetzt dahin. Wo das genau um der Ecke ist. Naja. Dauert halt. Dann werden wir mal schauen, was hier oben bei den Offizieren leuchtet. Da leuchtet ein 1. Wir können wieder einen rekrutieren. Was kriegen wir? Überspringen? Okay. Kriegen wir keinen ganzen zusammen. Da fliegen wir los. Hier sind die zwei Bauten. Einmal Haus, Schiff und Forschung im Gange. Okay. Und da haben wir zweites Forschung. Muss man kaufen. Was kostet das denn? 99 Euro? Ne, das ist Premium. Premium. Dauerhaft zweite Fortschritt. 20 Euro. Stolzer Preis, damit man die Forschung, damit man immer zwei Forschungen machen kann. Und zweites Bauvorhaben. Aber nicht dauerhaft. Wie lange geht das? Das wird mich mal interessieren. Wenn ich drauf drücke, komme ich gleich zum Bezahlen hin wahrscheinlich. Da steht nicht, wie lange das dauert. Hm, schade. Premium, Schiff. Naja. Sind wir da? Wir sind da.
System anzeigen. Da sind wir und hier ist die Quest. Wenn wir als erstes da mal hinfliegen. Und dann werden wir gleich mal schauen, welche 10 Schiffe. Oder wo die 10 Schiffe sind. Ah, da ist auch eine Quest. Da ist einer. Okay. Fliegen wir da schnell noch hin. Weiter wechseln geht nicht. Na gut. Alle annehmen. Oh, die ist sogar rot. Bruchlandung. Okay, und jetzt suchen wir uns diese 10er Schiff raus. Schauen wir mal. Gleich stark. Also ich bin stärker, aber hier ist das Gleichzeichen. Das heißt, wir sind so ziemlich gleich stark. Oder keiner hat gleich stark nicht. Wir sind, man hat nicht bestimmte Vorteile. Zum Beispiel, man ist nicht schneller wie der andere. Oder gehandicapt. Weil ich gegen den jetzt kämpfe, auch gleich. Komm, dann. Das sah doch schon mal ganz schlecht aus. Reparieren. Gratis reparieren. Gut. Fahren wir hierher. Los. Also ich kann mit denen gerade mal ein Schiff besiegen und dann muss ich nach Hause zum Reparieren. Dann dauert die Quest ja eine Ewigkeit. Oh. Wo kommen meine Schiffe? Gleich sind sie da. Da ist er. Angriff. Schauen wir mal, wie weit der Lebensbalken hier unten geht. Oh, das sieht doch viel besser aus. Siege 10 Feinde auf Level 8 oder höher. Na gut, die Quest haben wir schon mal fertig.
einsammeln. Gut, 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 gut. Orten. Da ist einer. Angriff. Und dann suchen wir noch mal einen anderen Zehner. Keinen anderen Zehner. Wo sind die ganzen Zehner hin? Naja. Öffnen. Okay, jetzt haben wir alle Zehner hier in dem Gebiet zerstört. Hier spawnt gerade auch kein neuer. Deswegen würde ich sagen, wir verziehen uns dorthin, weil da war auch eine Quest. Eine Minute. Guck mal, der ist viel schneller. Der hat über eine Minute gebraucht und der braucht nur 40 Sekunden. Komisch, aber wahr. Da sind wir. Oh, eine Quest war gegen den kämpfen. Ach, das müssen wir schaffen. Das müsste man schaffen. Ein Elfer ist sogar hier. Schauen wir mal. Und jawohl, haben wir geschafft. Der ist sogar noch halbe Energie. Das heißt, oh, der ist fast kaputt. Da. Ja, auch geschafft. Super. Was ist da schon wieder? Oh, 2300. Das könnte aber schaffen. Ich bin 2,7 stark. Meiner ist zwar schon angeschlagen. Vielleicht kann ich ja so mit unterstützen.
Nee, das ging nicht. Ah, auch nicht. Ah. Na gut. Verwaltung, schauen wir uns mal an, was wir verbessern können. Hier nichts mehr. Ah, doch. Ich glaube, das war es erstmal für heute. Ich bin genug gestorben. Und dann öffne ich nochmal schnell. Habt ihr eine Quest allerdings jetzt nicht fertig gemacht? Vielleicht beim nächsten Mal. Oh, dann den können wir nochmal zum Farmen schicken. Jawohl. Kein Problem. Okay. Dann werde ich mein Ticket jetzt abholen. Verlasse das Spiel. Und hole jetzt das Ticket. Und ich sage dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.